Die Hetzkampagne gegen Arnie the Duck geht weiter. Meiner Meinung nach geht das Ganze etwas zu weit. Und weil ich keinen Bock habe, mir das eineinhalbstündige Statement von Mauki zu geben, schauen wir uns die Zusammenfassung an. Wir kannten ja bisher, dass Arnie the Duck grob und harmlos gesagt extrem eigensinnig und manipulativ war und ihr Verhalten zu sehr viel Ärger geführt hat. Dass es aber solche gravierenden Hintergrund hatte, das hätte, glaube ich, niemand von uns erwartet. Und deswegen war das neue Video von Mauki wirklich extrem hart gewesen. So hart, dass man jetzt nun auch endlich verstehen kann, weshalb das Ganze öffentlich geregelt wurde und nicht nur privat stattfand. Und die Hetzjagd hinter den Kulissen soll extrem schlimm gewesen sein. Dazu kommen wir aber später noch. Kurze Anmerkung aber an der Stelle. Ich versuche euch das Ganze so gut es geht zusammenzufassen, weshalb ich jetzt nicht nur Maukis Video zeigen möchte. Deshalb bitte ich euch, checkt auch gerne den Link in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu Maukis Video, dort erfahrt ihr alle möglichen Details noch dazu. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt los. Beginnen wir nun mit dem ersten Part, und zwar der Schmutzkampagne von Arnie gegenüber Mauki. Bis jetzt wurde das ganze Thema ja nur ganz grob angeschnitten und man wusste nur, okay, es fand eine Schmutzkampagne im Hintergrund statt. Was aber genau, wussten wir bis jetzt nicht. Und hier wurde nun geschildert, dass es wirklich sehr schlimm gewesen sein soll. Laut Arnies ersten Statement sah es aber erstmal so aus, als wäre da nie irgendwas Schlimmes passiert und Arnie sah Mauki als eher eine gute Freundin an. Ich musste Mühe, meine Erinnerungen zu schützen an die Zeit, die wir hatten. Denn die war schön. Es war eine schöne Freundschaft. Ich möchte mir diese Erinnerung nicht nehmen lassen. Und ob die wirklich so schön war, das erklärte uns Mauki in ihrem Video. Und das wird gleich wirklich ziemlich hart. Gehen wir aber zuerst auf die ersten drei Lügengeschichten ein. Denn Mauki meinte, dass Arnie in ihrem Umfeld erzählte, dass Mauki andere Menschen körperlich angegriffen haben soll. Also sie soll beispielsweise unter anderem mit Sachen geschmissen haben. Des Weiteren soll Mauki laut Arnie auch paranoid schizophren gewesen sein, weshalb sie auch schon seit... Oh mein Gott, Arnie hat erzählt, dass sie Leute mit Sachen abgeworfen hat. Ich habe auch schon mal jemanden mit einem Kissen abgeworfen. Bitte cancelt mich nicht. 16 Jahren Medikamente einnimmt. Und das ist dann auch der Grund, weshalb Mauki nicht berechenbar ist und man Abstand von ihr nehmen sollte. Das Ganze klingt wirklich extrem heftig an der Stelle. Das ist auch alles gelogen, das stimmt halt einfach nicht. Mauki blendete dann auch Screenshots in ihrem Video ein, wo die Leute ihr sowas wirklich geschrieben haben. Der dritte Punkt ist, ich wäre paranoid schizophren und würde seit 16 Jahren schwere Medikation nehmen. Der nächste Punkt ist, dass ich unzurechnungsfähig bin und man mir nichts glauben dürfte. Jetzt wäre aber interessant, was Arnie dazu sagt. Ich meine, warum sollte man sich sowas ausdenken und sagen, oh, pass vor der Person auf, die nimmt Medikamente, aber damit ihr so auf Best Friends tun? Verstehe ich irgendwie nicht. Und auch nicht mit den einzelnen Punkten auf mich zugehen darf, weil ich genannte Medikamente nicht zu mir nehmen möchte und mich weigere. Und der härteste aller Punkte war, und jetzt kommt's, Arnie soll behauptet haben, dass Mauki drei Männer vergewaltigt haben soll. Nachdem ich das gehört habe, ins Krankenhaus musste, ich soll angeblich drei Männer vergewaltigt haben. Was zum Teufel bin ich hier hören? Durch WhatsApp-Chats konnte dann noch... Aber ganz kurz, jetzt wäre interessant zu wissen, wann hat sie das behauptet? Wenn so vor 2 Jahren war, frag ich mich, warum war sie dann noch mit ihr befreundet, wenn sie sowas behauptet? Und warum kommt das erst jetzt raus? Haben die alle ihre Eier gesucht, um auszupacken? Also ich verstehe nicht, warum man so lange braucht, um das auszupacken. Und wenn man es privat klären will, warum man dann trotzdem mit der Person befreundet ist. Da denke ich mir immer, wenn die Freundschaft wirklich so schlimm gewesen ist, warum man sie nicht sofort beendet. Ich verstehe dann sowas nicht. Bewiesen und belegt werden, dass diese Männer selbst bestätigten, dass es nie zu so etwas gekommen ist. Also das war offensichtlich gelogen und das Ganze ging auch schon im Januar 2023 los, wo eigentlich Arnie und auch Mauki noch gut miteinander befreundet waren. Ich habe... Okay, und da frage ich mich, wenn sie solche Lügen über sie erzählt, warum sie weiterhin mit ihr befreundet ist. Wollte sie die Freundschaft aufrechterhalten wegen Klicks und Push? Also die meisten Influencer sind wirklich sehr tief gesunken. Wenn jemand über mich Müll erzählt, ich würde niemals mit der Person bleiben, selbst wenn die 10 Millionen Follower hat. Jetzt erst erfahren, dass Arnie schon im Januar angefangen hat, diese Geschichte mit dem Vergewaltigungskram auszupacken. Das bricht mir absolut das Herz, denn da waren wir immer noch
beste Freunde und teilweise auch mehr als beste Freunde. Und nachdem wir nun diesen ersten Part gehört haben, klärt sich eigentlich auch schon die Frage, warum man denn jetzt noch ein Video über Annie veröffentlichen muss. Sie hat doch nun wirklich schon in letzter Zeit viel durchgemacht. Aber holy shit, wenn jemand solche Falschbehauptungen in die Welt setzen würde, dann wüsste ich jetzt ehrlich nicht, welche Schritte ich durchführen würde. Zumal sich durch diese... Naja, man kann ja auch rechtliche Schritte bei solchen Behauptungen einleiten, anstatt immer wieder Videos zu machen. Freunde von Mauki distanziert haben und da bekommt Annies Statement nochmal einen ganz anderen Beigeschmack mit ihren ach so tollen Erinnerungen mit Mauki. Nun ja, jetzt gibt es vielleicht trotzdem noch einige, die sagen, dass sich sowas privat geklärt gehört und an und für sich würde ich jetzt hier zustimmen, denn private Sachen sollten privat bleiben und das kann man dann unter Freunden halt klären. Annie sagt ja auch sogar unter anderem das hier im Stream. Natürlich hätte ich mir lieber ein privates Gespräch geführt. Also Annie hätte es privat auch viel, viel stilvoller empfunden und hätte das selbst gern so geregelt. Aber hey, jetzt kommt's. Mauki hat dieses Gespräch mehrfach privat gesucht, um das Ganze mit Annie zu klären. Und dafür konnte sie sogar unter anderem Belege einblenden. Doch Annie wollte das Ganze nicht, hat mehrfach so ein Gespräch mehr oder weniger abgelehnt und trotz ihrer ach so tollen Freundschaft hat sie auch Mauki geghostet. Aber auch der Wunsch nach einem Gespräch. Und zwar habe ich geschrieben, dass diese Freundschaft sich oft nicht wie eine Freundschaft anfühlt und wir darüber reden müssen. Diese Bitte wurde ignoriert. Im April 2023 habe ich ihr gesagt, dass man mit ihr nicht reden kann und ich das sehr dringend bräuchte. Im August 2023 habe ich dann noch einmal gesagt, wir müssen dringend reden, denn mir geht es sehr schlecht. Erst via Text und dann am nächsten Tag, weil ich sie besucht habe, auch face to face. Beide Male wurden abgewehrt. Und schlussendlich habe ich dann im September 2023, als wir dann auch einen Schlussstrich gezogen, ihr gesagt, dass ich es ein Unding finde, dass sie nicht mit mir reden möchte und dass sie nicht für ihre Fehler gerade stehen möchte. Ich wurde geghostet. Zum Thema Manipulation. Wenn man schon als Lügnerin und manipulative Person dargestellt wird, dann kommt es jetzt nicht so gut, nach knapp über einem Monat wieder den Stream zu starten und weiter zu lügen. Und das, obwohl man doch schon so viel Therapiesitzungen hinter sich hat. Also das war unter anderem eine der Aussagen, die Mauki wirklich getriggert hat. Denn Mauki wollte eigentlich über mehrere Monate ein Gespräch und jetzt stellt Annie es so hin, als hätte sie doch gern den Kontakt gesucht, um da miteinander privat zu sprechen. Naja, der Zeitpunkt ist relevant. Ich meine, hier wird nicht gesagt, wann sie das Gespräch wollte und wann Annie das Gespräch wollte. Aber ja, es kommt schon ein bisschen doppelmoralisch rüber zu sagen, sie wollte nicht mit mir reden, obwohl sie ja auf WhatsApp schon vorher geschrieben hat. Natürlich hätte ich mir lieber ein privates Gespräch geführt. Das ist ja Quatsch, merkst selber, oder? Welchen Punkt ich auch ziemlich krass fand, war der gefühlte Identitätsdiebstahl von Annie zu Mauki. Denn die beiden wurden oft verwechselt oder als Zwillinge angesehen. Und Mauki wurde daraufhin von Annie-Fans immer mehr attackiert. Liegt halt auch daran, dass Annie eine viel größere Reichweite hat. Jedoch schilderte Mauki, dass Annie sie nachgemacht hätte. So hatte sie sich beispielsweise die gleiche Frisur geschnitten oder sogar ihre eigene Katze nach Maukis Haustier genannt. Das waren dann zum Beispiel die fuchsfarbenen Haare. Dann waren es die Fuchsohren bzw. Katzenohren, die ich eigentlich immer getragen habe. Ja gut, es gibt hunderte mit so einer Haarfarbe und solchen Ohren. Also das, finde ich, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Oh, die wollte mich unbedingt nachmachen. Ist ein bisschen kindisch. Dann war es so, dass sie ihre neue Katze auch Finn genannt hatte und meine Katze hieß auch schon vorher Finn. Also nichts mit, dass Mauki so wie Annie sein wollte, um mehr Reichweite abzugrasen. Aber okay, das war jetzt auch bloß ein kleiner Punkt in diesem ganzen Video. Mauki konnte dann auch in ihrem Video ziemlich gut aufzeigen, wie widersprüchlich Annie doch war, was das erste Statement anging und was auch diese Comeback-Stream anging. Also Annie sagte halt eine Sache und kurz darauf sagte sie halt plötzlich wieder eine ganz andere Sache. Hier mal ein wirklich ganz kleiner Part davon. Dass sie wieder arbeitet, hat nichts mit Geld zu tun. Weil kein Geld mehr. Gott. Nein. Daran liegt's nicht. Aber gleichzeitig hat sie einen Kredit aufgenommen. Ich nehme gerade einen Kredit auf, um meine restlichen Rechnungen abbezahlen zu können. Das Ganze ging dann noch minutenlang weiter und weiter, wo man Widersprüche erkennen konnte. Und meine Fresse, sorry, aber dieses Rumgeheule wegen Geld kann wirklich kein Mensch da draußen noch ernst nehmen. Sie holt sich laut eigenen Aussagen mehrere Privattherapeuten, was halt wirklich unendlich viel Geld kostet. Und dann sagt sie, dass sie für die Rechnungen Kredite braucht. Holy moly. Also ich persönlich kenne mich jetzt auch so ein bisschen im Internetbusiness aus. Ich weiß, wie Verträge laufen und dass man mit Partnerschaften viel Geld verdienen kann. Und
wenn du permanent riesige Werbepartner wie Intel, Sony oder whatever hast, dann wirst du über all die Jahre irgendwann ziemlich reich. Gerade Anni müsse nach meinen Schätzungen locker in ihrer Karriere siebenstellig verdient haben, also im Millionenbereich. Also entweder kann sie wirklich nur mit Geld umgehen, was keinen Sinn ergibt, weil sie ja zuvor schon mal gemeint hatte, dass sie ja gar keine Geldprobleme hat. Oder sie lügt uns jetzt schon wieder. Ja, ich finde auch, viele Influencer tun so, als wären sie broke oder oh, ich habe Steuerschulden. Dabei haben die fast alle schon siebenstellig verdient, vor allem die ganz Großen. Und ich finde es krank, wie manche versuchen, ihre Fans abzuziehen mit so einer Mitleidsnummer. Die Steuerschulden müssen ja irgendwie zustande gekommen sein. Und das heißt ja, der Influencer hat sehr viel mehr verdient. Ich einen vor. Aber gut, ihr Statement im Stream sah ohnehin ziemlich gestellt aus, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn dir dann noch einen Orange Morange aus Supportgründen 200 Subs spendet, dann sagt das mehr als 1000 Worte. Ich meine, vielleicht werden die ja... Naja, dass sie jetzt Spenden von Orange Morange bekommt, dafür kann sie ja nichts. Gute Freunde, wer weiß. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich wirklich gut verstehen. Anni soll Mauki aber auch über all die Jahre immer wieder ziemlich schlecht behandelt haben. Es war allerdings ein konstantes Mäkeln und fast schon Abwerten. Also praktisch bei wirklich fast jedem Treffen, fast jedem Telefonieren, fast jedem Gespräch gab es immer irgendetwas, was ich falsch gemacht habe oder falsch aussah oder sonst irgendwas. Und das wurde... Und warum war man dann noch so lange mit der befreundet? Weil sie eine größere Reichweite hat oder... Also das lässt sie auch nicht in einem guten Licht dastehen. Ich meine, wenn mich jemand schlecht behandelt, dann kündige ich auch mal die Freundschaft. Das solltet ihr auch tun. Wenn ihr permanent über längere Zeit schlecht behandelt werdet, dann sind das keine Freunde. ...bekräftigt dadurch, wie sie sich verhalten hat und wie ihre Stimmlage war. Und ich glaube, Reefed ging es dann wahrscheinlich genauso. Des Weiteren hatte Mauki auch nochmal ziemlich deutlich gemacht, dass Anni ihre eigene Schwester mehr oder weniger vor den Bus geworfen hatte. Denn es gab ja diese Aussage von Reefed, dass eine Freundin bei Anni zu Besuch kommen sollte, um sich um die Katzen zu kümmern. Diese Freundin schilderte dann, dass sie das Ganze bei Anni nicht aushalten konnte und deswegen die Wohnung verlassen hat. Anni meinte dann aber, dass diese Freundin die Wohnung von Anni mit der Wohnung der Schwester verwechselt hätte. Es gab ein Zitat von einer Freundin, die bei mir in der Wohnung aufpassen sollte und dann gegangen ist, weil es für sie so schlimm war. Ich weiß, was das war, ich weiß, wann das war und das war nicht bei mir in der Wohnung, es war bei der Wohnung meiner Schwester. Sie war oder wir waren irgendwie auf Reisen und ich hatte diese Freundin gefragt, ob sie, während sie auf meine Katzen aufpasst, auch bei meiner Schwester auf die Katzen aufpassen kann. Bei mir in der Wohnung war damals noch alles okay, aber meine Schwester war gerade erst frisch eingezogen, hatte noch Kartons ohne Ende in der Wohnung stehen, die Katzen waren da, wir waren glaube ich für einen Tag unterwegs und diese Freundin sollte die Katzen füttern und fand das dann ganz schlimm da zu sein. Sie schrieb, hierbei geht es um mich und ich will nur klarstellen, ich habe hier Anissas Wohnung gemeint, nicht ihrer Schwester. Nice. Erstmal die eigene Schwester als Schutzschild nehmen, damit dieser wirklich sehr unangenehm negative Punkt auf die Schwester gelenkt wird. Also selbst wenn man sich dort vertan hätte, dann würde ich nicht meinen Bruder irgendwie mit einbeziehen, damit ich besser dastehe. Dann würde ich halt lieber die Schuld auf mich nehmen. Aber gut, jeder hat wohl ein anderes Verhältnis zu seinen Geschwistern. Zum Thema Mitarbeiter meinte dann noch Mauki, dass diese öfter die Nächte durchmachen mussten und es denen dann psychisch auch gar nicht mehr so gut ging, dass habe sie sogar selbst stellenweise mitbekommen. Und Anni stellte dann hier auch die Aussagen wieder ziemlich falsch dar, denn in ihrem Statement sagte sie das hier. Und das war, Mauki fällt es schwer, mir Nein zu sagen. Nach irgendeinem Dreh, den wir hatten, wo sie dann gesagt hatte, wir müssen reden, mir geht's ganz schlecht. Und ich war so, okay, erzähl. Dieser Dreh, den wir hatten, ich war dabei und ich wollte gar nicht dabei sein. Das Gespräch, das sie hier im Statement meinte, war übrigens ein Gespräch, das wir ein, zwei Monate nach dem Legends of Runeterra Google Play Video hatten. Da hatte sie mich für ihren Kalenderdreh angefragt und da habe ich ihr klipp und klar am Telefon gesagt, Anni, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du Menschen weiterhin so schlimm behandelst. Also sie hat uns nicht abgesagt, weil Mauki keine... Wenn ich merke, dass ein Kollege von mir seine Mitarbeiter schlecht behandelt, dann sage ich ihm, ey, änder das, wenn mir daran was liegt. Oder ich kündige die Freundschaft, ganz einfach. Lust drauf hatte, sondern weil Anni so extrem schlecht mit ihren eigenen Mitarbeitern umgegangen ist. Und das soll der eigentliche Grund gewesen sein für diese Absage. Wurde aber halt von Anni auch wieder ein Stück weit falsch erzählt oder falsch interpretiert. Mauki war übrigens auch wirklich sehr enttäuscht, dass Anni sich nicht wirklich bei ihr entschuldigt hatte. Und das, obwohl ja Anni damals nach dem KuchenTV-Skandal einen Tweet postete, wo geschildert wurde, wie denn Entschuldigungen richtig funktionieren. Es tut mir leid, ich wollte niemals, dass du dich so fühlst.
Es tut mir leid, dass du dich so fühlst, ist so ziemlich die berühmteste Nicht-Entschuldigung, die es überhaupt gibt. Sehe ich auch so, vor allem, weil Anni offensichtlich selber weiß, wie Entschuldigungen richtig funktionieren. Aber das ist dann wahrscheinlich dieses widersprüchliche Verhalten, was Mauki bereits schon uns aufgezeigt hat. Auch wirklich interessant war der Punkt, dass Annis Streampause deshalb geschah, um auf das Video von Mauki zu warten. Nicht, um sich wirklich selbst zu reflektieren. Einen Monat später, genau 30 Tage später im Endeffekt, hieß es, dass diese Pause nur wegen dem Video wäre. Für immer Geisel sein oder sagen, ich gehe jetzt live und wenn dann halt das Video kommt dann halt das Video. Das Video ist ja einfach so eine Drohung gewesen, die ja seit zwei Monaten im Raum stand, gesagt wurde, jetzt werden Beweise gesammelt und dann kommt das online und ich habe gewartet und es kam nicht. Also habe ich wieder angefangen zu streamen. Wodurch die Entschuldigung auch dann hinfällig ist. An der Stelle kann man sich dann auch wirklich fragen, ob das mit den ganzen Therapiesitzungen überhaupt stimmt. Gut, dass man binnen von 5 Wochen 30 Therapiestunden hatte, das kann man ohnehin nicht ernst nehmen. Aber sie meinte ja, dass sie unterschiedliche oder beziehungsweise viele Therapeuten habe. Kommen wir jetzt aber zum Thema Katzen. Keine Sorge, ich blende jetzt hier keine schlimmen Bilder ein oder schildere das Ganze. Ich finde irgendwie, dieser ganze Beziehungskram gehört nicht ins Internet. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber mit der einen Tante hatte sie eine Beziehung, mit dieser Mauki eine Freundschaft. Da werden so private Sachen erzählt. Anstatt das privat zu klären, ist das irgendwie kindisch, da Videos rauszuhauen. Brutal. Ich kürze das Ganze einfach mal ein bisschen ab. Im Grunde hat ja Anni on stream gemeint, dass sie ihre Katzen über alles liebt, ihr Umgang mit den Katzen auch immer ordentlich war und sie diese Katzen nie schlecht behandelt habe. Öffentlich wurde aber bis jetzt von einigen anderen geschildert, dass die Wohnung verdreckt war, die Katzen untereinander Streit hatten und Anni mittlerweile 6-mal mit den Katzen umgezogen ist. Das bedeutet vor allem für Hauskatzen wirklich enormer Stress. Also auf all das ist Anni nicht eingegangen. Sie hat bloß gemeint, ja, also ich behandle meine Katzen super. Und Mauki brachte dann noch einen ziemlich spannenden Punkt mit ein. Und zwar das Verschwinden der Bengalkatze von Anni. Diese ist nämlich seit 4 Monaten weg. Und das aus dem Grund, weil sich Anni vermutlich nicht ordentlich über diese Rasse informiert hat. Ich weiß auch, dass Bengalen nicht ohne Begleitung einfach so raus dürfen. Das sagt einem der Züchter eigentlich direkt bei der Abgabe. Und egal ob GPS-Sender oder nicht, das ist eigentlich etwas, was man nicht tun darf. Die werden nämlich relativ schnell überfahren. Bengalen haben nicht diesen natürlichen Überlebensinstinkt. Die haben einen extrem starken, ausgeprägten Jagdinstinkt. Das heißt, sobald die in ihrem Jagdding drin sind, achten die nicht mehr auf die Umgebung. Tierärzte auf Madeira raten generell davon ab, Rassekatzen nach draußen zu lassen. Vor allen Dingen Rassekatzen, die keine Ahnung davon haben, wie man sich verteidigt. Das ist einfach unverantwortlich ist, dass schon wieder eine Katze wegkommen konnte. Da ist sie verschwunden. Sie war morgens noch da, bin morgens aufgestanden, habe morgens im Garten noch gespielt und dann ist sie spazieren gegangen und kam nicht mehr wieder. Das ist sehr traurig. An der Stelle kann man wirklich nur hoffen, dass es der Katze gut geht und sie nicht überfahren wurde. Anschließend wurde dann auch von Mauki eine Zeit beschrieben, wo es mehr oder weniger... Ich weiß nicht, dieses Katzenthema juckt, denke ich, die wenigsten. Die wollen ja einfach nur wissen, was zwischen den beiden gelaufen ist. Aber die sammelt ja wirklich alles, um Anni zu zerstören. Das ist schon heftig. Sektenartig abgelaufen sein soll. Also, dass es halt eine Art von Oberhaupt gibt, die ihre Interessen durchsetzen möchte und viel mit manipulativem Verhalten gespielt wurde. So soll Mauki dann unter anderem auch sowas mitbekommen haben. Und mit herausfallen meine ich aus der Gruppe herausfallen, ausgegrenzt werden, geghostet werden und notfalls verleumdet werden. Manche wurden auch als Side-Characters bezeichnet und da muss man selber wissen, wie man das findet. Als ich aus dieser Gruppe herausfiel, war das, weil ich geflippt bin. Ich hatte zu der Zeit schon eine ganze Menge Scheiß von ihr mitgemacht. Und dann war da dieser Abend, wo sie mich vor fast noch fremden Leuten wieder mies behandelt hat. An dem Abend soll sie dann auch das erste Mal so richtig bemerkt haben, wie Anni wirklich drauf ist und sie ist dann auch gegangen. Außerdem schilderte Mauki, dass wirklich sehr viel heftig Schlimmes passiert ist zu der Zeit, was sie aber jetzt auch wirklich nur ganz vage als Zeugin ansprach. In diesem Januar sind Dinge passiert, die nicht passieren dürfen. Und in meinem Post hatte ich ganz deutlich Missbrauch und Übergriffe geschrieben. Aber Anni hat das, wie auch mit der Schmierkampagne, ganz aus Versehen überlesen und sich nicht mehr darauf bezogen.
Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich bin in dem Fall keine Betroffene, sondern ich bin nur Zeugin. Als Zeugin kann ich aber Folgendes sagen. Angefangen bei eben diesem genannten Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigen sexuellem Inhalt und dem Bloßstellen an... Es wurden also wilde Partys gefeiert mit sexuellem Inhalt. Sehr interessant. Oh Mann, ey, warum muss man sowas erzählen? Das spielt doch keine Rolle, oder nicht? Aber was genau passiert ist, das erzähle ich euch nicht. Oder wie muss ich das verstehen? War das alles eine ganz große Katastrophe. Was genau passiert sein soll, das wurde jetzt hier nicht beschrieben. Also man hat hier einen gewissen Interpretationsspielraum. Mauki schilderte nur noch danach... Ja, aber warum erzählt man das denn? Was soll man als Zuschauer jetzt damit anfangen? Ja, es wurden wilde Partys gefeiert. Ja, und? So, wenn du einen Punkt bringst, dann erzähl doch wenigstens genau, was da war. Dort das erste Mal einen richtig großen Nervzusammenbruch hatte. Also das war wohl somit die schlimmste Zeit für sie gewesen. Zum Schluss erzählte dann Mauki noch, dass sie bis auf zwei Leuten mit jedem den Kontakt abgebrochen habe. Diese zwei Leute wurden dann aber später von Anni wieder kontaktiert, um diese vor Mauki zu warnen. Sie erzählte ihnen, dass ich bin und deswegen müsste man ein Auge auf mich halten. Zu der Zeit erfuhr ich auch, dass diese Vorwürfe und diese Schmierkampagne unterwegs sind und das hat mich so fertig gemacht, dass ich dann ins Krankenhaus mit psychogenen Synkopen musste. Nachdem man das jetzt hier alles so mitbekommen hat, gehört hat, kann man nun diese Twitter-Statements von Mauki wirklich verstehen, denn diese Vorfälle sind definitiv traumatisierend und können einem wirklich das Leben zerstören, egal ob privat oder beruflich. Siehe zum Beispiel die Falschbehauptungen, dass Mauki drei Männer vergewaltigt haben soll. Also alle, die damals meinten, dass es ja lächerlich sei, dass man wegen einer Freundschaft PTBS und sowas bekommen kann, die sollten spätestens jetzt merken, dass das durchaus wirklich so ist, vor allem wenn im Hintergrund so viel Schlimmes passiert. Naja, aber dass man jetzt nur wegen der Freundschaft traumatisiert wurde, weiß ich jetzt nicht. Man kann doch jetzt nicht sagen, ja, meine Krankheit habe ich nur wegen unserer Freundschaft, du bist schuld. Ich meine, hat das jetzt ein Arzt richtig nachgewiesen und gesagt, ja, das ist der Grund? Das kann man doch so einfach nicht sagen. Das Ganze hier war aber jetzt bloß eine Zusammenfassung von all dem, was geschildert wurde. Könnt ihr euch deswegen gerne noch das Originalvideo, dort wurden sämtliche Details nochmal besprochen, dass man das noch ein bisschen genauer nachvollziehen kann. Für mich wird es nach wie vor ein Rätsel bleiben, wie man Anni the Duck immer noch supporten kann. Aber es gibt vermutlich zu viele Oranges auf dieser Welt, was wirklich traurig ist. Vor allem, wenn man bedenkt... Für mich wird es auch ein Rätsel bleiben, warum man so private Beziehungen und Freundschaften öffentlich auseinandernehmen muss. Anstatt das mal privat zu klären und wenn die Person es nicht privat klären will, dann einfach Kontakt abbrechen und fertig. So, da muss man auch keine Riesennummer draus machen. Dass Anni bloß eine Pause gemacht hat, um auf das Video von Mauki zu warten. Das alles macht mich ehrlich sprachlos und ich verstehe nicht, wie man Freundschaften so krass mit Füßen treten kann. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich nehme an der Stelle weiterhin sehr, sehr viel Abstand zu 90% der ganzen Influencer-Szene, zumindest was das Private angeht. Schreibt gern eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich an der Stelle interessieren und wenn ihr... Ja, ich mache das so wie Alpha Kevin, also zu Influencern habe ich nicht wirklich viel Kontakt. Mit ein, zwei habe ich mal geschrieben, die sind korrekt, aber sonst... habe ich nicht wirklich was privat mit denen zu tun. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Statements und Exposings nerven langsam. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was denkt ihr von den ganzen Exposings und dass man jetzt Freundschaften und Beziehungen in der Öffentlichkeit austragen muss. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat und ganz wichtig, abonniert diesen toxischen Kanal.